Freund, steig auf einen Berg, komm dir vor wie ein Zwerg. Meide Plätze, wo man Menschen trifft, auch den Sessellift, und geh zu Fuß über einen Hang, teils hinauf, teils entlang. Und dann hörst du anstatt Straßengelärm und Bremsengekreisch nur Vogelgesang und Gemsengeräusch. Im rechten Kanal beginnt noch ein Bächlein zu raunen. Du konstatierst auf einmal mit Erstaunen, das ist alles in Stereo, alles in Farbe, klimatisiert und Hi-Fi. Ohne Batterien und ohne Antenne ist der Empfang völlig gratis und störungsfrei. Was sagst du, Freund? Du willst dich nicht an Bergen erfreuen? Du ziehst es vor, zu Hause zu sein? Du siehst das Hey im Fernsehen? Naja, das stimmt, lieber Freund, das Fernsehen ist ein großer Gewinn. Es bringt dir auch Theater an deinen Kamin. Aber weißt was, geh doch selbst einmal hin. Dort siehst du alles in Stereo, alles in Farbe, klimatisiert und Hi-Fi. Ferner beachte die Größe des Bildschirms, das wird, wenn sich's mal herumspricht, der letzte Schrei. Freund, du wirst ungewollt heut vom Sex überrollt. Bist du auch in puncto Sex verhemmt, die Welle schwemmt dich mit. Du wirst ständig inspiriert, alles deutlich illustriert, und so wirst du nach und nach zum latenten Pornokonsumenten. Doch gibt es noch Dinge, die dich reizen könnten? Geh nicht ins Kino, pfeif auf die Sexrequisiten. Weißt du was? Schau eine Frau an, die hat mehr zu bieten. Nämlich alles in Stereo, alles in Farbe, klimatisiert und Hi-Fi. Dort kannst du ganz ohne schlechtes Gewissen das, was der Film zeigt, selber genießen. Ohne Behelf, do it yourself. Freund, wenn du es einmal probierst, bleibst du immer dabei. Alles in Stereo, alles in Farbe,